Im Kanton Thurgau, da kennt man sich, ist ja nicht so riesig. Und Thurgauer interessieren sich auch für die Nachbarn und für die Leute im Kanton. Es ist ja übersichtlicher. Und der sogenannte Bauerdichter Alfred Huckenberger und der sogenannte Bauermaler, beide haben gesagt, ich bin weder ein Bauerdichter der eine noch der andere, ich bin ein Bauermaler. Aber man hat dann halt eben so gesagt, der Adolf Dietrich und der Alfred Huckenberger, die haben sich auch persönlich gekannt. Sie sind ja nicht weit auseinander gewesen. Der Huckenberger war 10 Jahre älter als der Dietrich. Da sehen Sie das Bild. Links der Huckenberger, 76, und rechts von ihm der Adolf Dietrich, 66. Und damit, meine Damen und Herren, bin ich bei der dritten Persönlichkeit, die ich würdigen will. Beim Adolf Dietrich. Adolf Dietrich ist sicher der bedeutendste Kunstmaler vom Thurgau und einer der bedeutendsten Schweizer Künstler überhaupt. Der Berlinger gehört für mich zu den faszinierendsten Künstlerpersönlichkeiten von unserem Land. Darum habe ich im Laufe der Jahrzehnte ein paar, und ich meine, wichtige Werke vom Dietrich erworben. Früher war das noch gut möglich. Heute ist es etwas schwieriger. Und Sie können dann draussen an der Wand ein paar Originale, die ich mitgenommen habe, geniessen. Schauen Sie es genau an, es lohnt sich, die Dietrich-Bilder anzuschauen. Der Dietrich ist geboren in Berlingen mit Johanna Konrad Kern, ganz in der Nähe. Das ist Dietrich-Haus in Berlingen. Er ist dort 1877 auf die Welt gekommen, war 7. Kind gewesen, von einem Maschinensticker und Kleinbauer, der zugewandert ist in Berlingen, und zwar von Oberbusnang, weil er Berlingeri Dorothea Kern geheiratet hat. Er war 7. Kind. Darum konnte er das Schönste erleben, wo kinderreiche Familie, wo in kinderreichen Familien passiert. Ich bin 7. Kind von 11 Kindern, darum kann ich da gut aus Erfahrung reden. Ihm ist das zuteil geworden, weil ja die Eltern nicht viel Zeit haben für die Kinder. Ja. Also bei uns, die Heim, wo die Mutter für 11 können müssen schauen, hat es nicht für jeden sehr viel gebracht, oder? Und ich habe das außerordentlich geschätzt, weil man ist sich selber überlassen war, so auch der Dietrich. Und man konnte die ganze Welt aus eigenem Antrieb erleben und hat nicht immer jemanden, der ihnen gesagt hat, nein, das darfst du nicht, nein, bei dieser Mauer kannst du nicht durch, da musst du oben runter, und nein, da gehst du nicht durch und weiss ich was. Da hat gar niemand geschaut, weil niemand da war. Und das ist auch dem Dietrich zu gut gekommen, und er hat auch das später gesagt. Heute gibt es natürlich auch Kinder, die das vielleicht später empfinden und sagen, Mutter hat für mich zu wenig Zeit gehabt. Ich habe auch so Schwestern, aber ja, die haben sie noch nicht fertig geworden heute mit dem. Ich habe immer gesagt, ja, das ist ja gleich, also gut. Also ich habe es genossen, nur dass sie es wissen. Meine Kindererinnerung ist, habe ich das Gefühl, im Sommer hat man mich so mit 5 Jahren vor das Gartentürchen angestellt am Morgen und in der Rie genommen zum Mittagessen. In einem eindrücklichen Porträt aus dem Jahr 1913 sehen Sie da bereits die Stärke von Dietrich. Das ist das Bild von seinem Vater, von seinem 84-jährigen Vater. Er hat ihn dargestellt, lesend. Sonntagnachmittag in einer Stube. Man hat das Gefühl, es sei totenstill. Sie müssen es genau anschauen. Sehen Sie das Alter und die Arbeit und die Fuhren in dem Gesicht?
Schauen Sie die entsprechenden Hände an. Das hätte Dietrich können beobachten und festhalten. Die haben das Leben lang zugepackt. Das muss man nicht sagen, das merkt man. Und in der Ruhe von dem Wohnzimmer hat es vielleicht etwas, das gleich schrill drin getönt, nämlich der Vater liest da am Sonntagnachmittag die neueste Zeitung. Es war ja 1913, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Und da war also nicht nur Erfreuliches. Und auch heute ist es ja manchmal besser, man liest nicht Zeitung am Sonntagnachmittag. Das kannst du am Wächter wieder machen. Am Dietrich, die Eltern waren der Meinung, eine künstlerische Ausbildung von so einem Mann, der so ein Vaterbild gemalt hat, das sei nicht möglich für unsere arme Familie. Darum musste Dietrich gerade nach der Prismarschule zuerst in die Trikotfabrik in Berlingen. Später war er wie sein Vater Maschinensticker und das Leben lang hat er als Kleinbauer gearbeitet. Und nur an den Sonntag hat er eben Zeit gehabt zum Zeichnen und zum Malen. Nach dem Tod, frühen Tod von der Mutter, hat Adolf Dietrich alleine gelebt mit dem Vater und nach seinem Tod ganz alleine. Er ist also das Leben lang Junggesell geblieben. Da sieht er, wie er sich selber darstellt. Er ist 55. Ein Selbstbildnis. Wer das lange anschaut, merkt, was in dem Kopf vorgeht. Sie merken auch die Einsamkeit, die er immer darunter gelitten hat. Und der Junggesell eben viel allein war. Mal hat ein gebildeter Malerkollege, der auf ihn aufmerksam geworden ist, gesagt: Lass mal, du musst noch Perspektive lehren. Du hast keine Perspektive, ich bringe dir das bei. Dann hat Dietrich gesagt: Ich brauche keine Perspektive. Meine Bilder kann man auch ohne verstehen. Er ist immer ganz eigene Wege gegangen. Völlig eigene, aber originelle Wege. Am Anfang hat der Künstler nichts gegolten. Weder im Kanton Thurgau noch in der Schweiz, verschwiegen dann irgendwo in Europa. Niemand hätte einen Künstler wollen ohne Kunstausbildung und schon gar nichts wollen zahlen. Erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg haben so ein paar Leute in Konstanz, Schaffhausen und Zürich so langsam gedacht, es hätte vielleicht noch etwas. Und dann im Alter, der Vater war 87, als er ein Gewerbe dem Sohn übergeben hat. Und das Weib verstreute winzige Bauerngütli hätte er müssen führen, wo zu wenig war zum Leben, aber vielleicht noch zu viel zum Sterben. Langsam, aber mehr und mehr, ist dann aber das Malen für den Dietrich wichtiger gewesen und er hat gefunden, man müsse es auch verkaufen können. Das ist eine grosse Rettung von ihm, wo plötzlich einer gesagt hat: Hör mal, du bist nicht nur ein Maler, sondern du bist ein Meister. Dann hat der Dietrich gesagt: Gut, von jetzt an schreibe ich Malermeister Adolf Dietrich. Er hatte das Glück gehabt, dass es in Deutschland einen Kunsthändler gegeben hat und einen Galerist in Mannheim, den Dr. Herbert Tannenbaum, wo auf den Dietrich aufmerksam worden ist. Er hat zufällig ein Bild gesehen, dann ist er in die Thurgau gereist und hat gemerkt, das ist ja ganz grosse Kunst. Da sehen Sie den Tannenbaum, der links und der rechts den Dietrich. Und der Tannenbaum, der hat dann Grösse gehabt. Erstens hat er einen beachtet. Zweitens, er hat ihm auch anständige Preise gezahlt und er hat eine grosse Kunstausstellung gemacht in Mannheim. 40 Bilder vom Dietrich ausgestellt und 38 haben einen Käufer gefunden. Und wo der Tannenbaum beschrieben hat,
in Fachzeitungen, was das für Meisterwerke sind. Und da sehe ich ja eine Schöpfung eines unverdorbenen und edlen Gemütes. Da sind auch Schweizer Zeitungen darauf aufmerksam worden. Die Zeitung, die sonst ein bisschen kritisch geschrieben hat, vor allem gegen einen, der keine Ausbildung hat, wie der Dietrich, nämlich die Neue Zürich Zeitung, die hat geschrieben: Von Schule, Akademie und Richtung ist Dietrich vollkommen unbeeinflusst. Aus jedem Bild schaut Innigkeit, Hingabe und Liebe. Mit dem hätte er alles können übertreffen. Der Tannenbaum war ein Jude, er musste das Land verloren in den 30er Jahren, ist dann auf Amerika, aber nach dem Krieg ist er wieder zurückgekommen und hat sich wieder mit dem Dietrich in Verbindung gesetzt. Der Dietrich hatte keine Staffelei zum Malen. Das meiste hat er auf dem Stubentisch gemalt. Oder, wenn er draußen war, wie hier das Bild, Sie sehen, wenn er einen Garten gemacht hat oder so, ist er einfach rausgeguckt und hat es auf die Knie gestellt. Mit der Zeit ist dann der Dietrich bekannter geworden. Es sind Artikel erschienen und Bücher. Und so gegen Ende von der Zwischenkriegszeit haben auch einfache Leute auf ihn angesprochen und gefunden, sie möchten gerne ein Bild. Eine Arbeiterfrau hat ihm zum Beispiel 1939 geschrieben: Ich habe ein ganzes Jahr gespart, damit ich ein Bild von Ihnen erwerben konnte. Jetzt bin ich glücklich. Aber ein sehr reicher Mann, das auch Reiche gab, die seine Kunst gelernt haben, der hat ihm geschrieben: Ich muss Ihnen nun leider mitteilen, dass mir der Preis von 60 Franken viel zu hoch ist. Sollten Sie mir das Bild für 40 Franken lassen können, so nehme ich es gerne. Gut, Sie sehen, ich weiß nicht, ob er es bekommen hat oder nicht. Er war ein Porträtist, wir haben das gesehen im Bild vom Vater am Anfang, da, der, wo man in der Person sieht, Spuren von der Arbeit und Spuren vom Leben, von ihm als Selbstbildnis. Da sehen wir ein anderes Bild, es heisst Ernstli auf dem Küchli schlafend. Das ist im Privatbesitz, das Bild. Das ist ein wunderschönes Bild. Der Dietrich musste das Bübli da, den Ernstli, hüten von der Nachbarsfrau. Damit er es malen konnte, hat er es wunderbar auf das Küchli angebettet, hat den Stuhl vorne angetan, damit es nicht runtergeht, hat gewartet, bis sie einschläft und dann hat er es gemalt. Und wenn Sie das Bild anschauen, das wird heute sehr, sehr viel beachtet. Die Kunsthistoriker wissen einfach nicht, wo sie den einordnen müssen, den Künstler. Er ist kein Naiver, er ist kein Volkskunst, er ist kein Bauernmaler. Dann haben sie gesagt, ja, er ist wahrscheinlich ein Vertreter der neuen Sachlichkeit. Ja. Gut, also. Also die wissenschaftlichen Kategorien müssen uns ja nicht interessieren. Er ist eben der Dietrich, er ist eben originell, er ist eben anders als die anderen, er ist eben ein Sonderfall. Und Kind hat er eben sehr gern gehabt. Ja, lieber als die Erwachsenen. Er war immer ein bisschen gekämpft gegenüber Erwachsenen und die hat er eigentlich nur gemalt, wenn er einen Auftrag hat, einer kam und sagt, mach mir ein Porträt von mir. Der Ernstli, das ist so ein Kinderbild, das er sehr gern gemalt hat. Und in dem spiegelt sich die totale Sorgfalt und Hingabe von Adolf Dietrich eben gerade zweifach. Die Sorgfalt, wenn er ihn bettet, und die Sorgfalt, wenn er ihn malt. Zum anderen zeigt sich aber auch die künstlerische Aufmerksamkeit für das schlafende Kind. Sie müssen mal schauen, auch wenn Sie es nicht wüssten.
wenn sie das Gesicht nicht gesichtet. Sie merken es am übrigen Körper an, dass das Kind schläft. Seine Kinderbildnis zeichnet sich aus durch eine grosse Innigkeit und eine Qualität. Und er kommt sehr nahe an die Kinderbilder von Albert Anker. Er hat nicht nur ein Porträtist, er war auch ein Tiermaler. Aber seine Tiere sind eigentlich auch Porträts. Wenn Sie den genau anschauen, da, den Marder im Winterwald, da merken Sie, der lebt so unglaublich. Das ist jetzt ein Bild aus meiner Sammlung, darum kenne ich das Bild natürlich gut, das hängt bei mir im Hausgang. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn Sie hier kommen, der Marder hoch gerade da. Und wenn Sie schauen, der Pelz, die Farbe, wie das fein gemacht ist, das ist unglaublich, die Fähigkeiten, die der Dietrich hatte. Weil er ja alleine war, als auch der Vater gestorben ist, ganz alleine war, ist er sehr den Tieren verbunden gewesen. Er hatte in seinem Haus Vögel gehabt, Käfer, Meersäule, Fisch, Hund, Katze, alles hatte er gehabt. Er hatte gerne Mäuse gehabt, die im Haus herumgekeimt sind. Und auch bei den Titelbildern, es sind immer in der Sorgfalt eben eine Art Porträt. Er hat aber Tiere nicht vermenschlichert. Da gibt es ja dann auch derjenigen, die den Tieren meinen, gut mal fast wie Menschen, das ist ja nichts. Er hat Tiere sein gelassen. Er hat ihnen genau die gleiche Aufmerksamkeit zwar gewidmet wie den Menschen, aber eben Tiere. Der Marder, das sehen Sie dann auch noch an anderen Orten, Sie sehen es auch draußen, draußen haben Sie den Riesvogel und den Eichel her. Die sind eingebettet in eine Landschaft. Er hat sie wollen in der natürlichen Umgebung darstellen. Und man muss wahrscheinlich weit zurückgehen, bis man einen Tiermaler findet, der so gut geschafft hat wie der Thurgauer Dietrich bis zum Albrecht Dürer im 16. Jahrhundert. Preise für Dietrich-Bilder, die sind immer bescheiden geblieben. Erst, als er das nicht mehr erlebt hat, jetzt vor allem in der Neuzeit, werden ganz hohe Preise gezahlt, aber zu seiner Zeit sind die bescheiden geblieben. Er hat einmal ein Bild gemalt mit 29 Mäusen und Fallen in der Mitte. Jede Maus wunderbar gemalt. Hat einer gesagt, könnt ihr das kaufen, was ist der Preis? Hat der Dietrich gesagt, ja, 2 Franken pro Maus und Mausfallen kannst du gratis haben. Das war also ein origineller. Eine besondere Fertigkeit bei den Tieren hat er entwickelt bei den Vögeln. Hier der Eichelherr, da findet, könnt Sie draussen von näher mal anschauen, auch im Original. Der in all seinen Facetten in der Natur, das hat ihn so unglaublich fasziniert. Er hat gemalt für Vogelbücher, er will ein Vogelbuch machen, es ist dann nicht erschienen, aber er hat viel Vögel gemalt und der Eichelherr da vor der Seelandschaft, vor dem Untersee, dort wo er ja gelebt hat, ist wieder wie ein Porträt und künstlerisch von grosser Qualität. Er war originell auch in der Süsche. Der Dietrich hat einmal einen Blumenstrauß gemalt, aber eigentlich mehr, weil auf der Seite Schmetterling gehabt. Aber das war ein magerer Blumenstrauß. Dann hat er, wie auf dem Bild, einfach noch 2 andere Blumenstrauße hineingestellt, so dass man aber die Blumenvase nicht sieht. Das sind 3 Blumenstrauße, die er hier gemalt hat. Aber Sie müssen mal schauen, auch die wunderbaren Farben. Das ist ein Stilleben, etwas ganz Grossartiges. Und Manuel Gasser hat im 41 in der Weltwoche geschrieben,
Und er das Bild gesehen hat, wir wagen nicht zu entscheiden, wer unter den lebenden Schweizer Malern der Größte sei. Aber das erstaunlichste künstlerische Phänomen ist ohne Zweifel Adolf Dietrich. Der war nicht in der Sekundarschule, der auch nur aus der Primarschule gerade arbeiten musste, wo keinerlei Malausbildung hat, aber aus sich heraus so ein Stilleben geschaffen hat, das allein ist doch schon grossartig. Er hat auch die Vögel besonders gerne in die Landschaft eingesetzt. Zum Beispiel, das ist ein ganz schönes Bild, sehen Sie den auch draussen, der Eisvogel am Untersee. Sie müssen mal schauen, mit das Porträt von dem Eisvogel und die wunderbare Landschaft vom Untersee da liegt. Und man hat dann ja den Vorwurf gemacht, er hat fast immer den Untersee gemalt. Und hat immer wieder ähnliche Bilder. Er hat 70 Bilder, wo der Untersee man sieht, weit weg oder nahe. Was hätte denn der will für eine Landschaft malen, wenn er am Untersee wohnt? Der Hodler hat Berge gemalt, weil er Berge vor sich geht, kommt ja vom Berner Oberland und nachher auf Genf. Und der Anker hat das Berner Seeland gemalt. Und die Holländer da, der Bröchel und so, die haben Holländer gemalt. Also so einen blöden Einwand, wo sagen, ja, der hat immer die Landschaft gemalt um sich herum. Gott sei Dank hat er die gemalt. Das ist dann noch eine Landschaft, die man sehen kann. Ein einziges Mal hat er etwas Lustiges gemalt. Er hat ja immer auch noch Bilder gemacht in der Nähe, vor allem aus den Gärten, seinem eigenen, aber auch anderen Gärten in Berlingen. Und da hat er die roten Kakteen gemalt im Nachbargarten und hat in der Mitte dort, sehen Sie, eine Schweizer Fahne gezeichnet. Das ist am 1. August 1945, also im Nachkriegsjahr, wo das erste Mal die Schweiz auf der anderen Seite vom See keine Angst gehabt hat von einem Find. Und das hat er, so nimmt man an, als Zeichen der Freude über das Ende des Zweiten Weltkriegs gemalt, wo die Bedrohung aufgehört hat. Und die rotblühenden Kaktus, wenn man die nämlich von näher anschaut, das ist Symbol für die Wehrhaftigkeit der Schweiz. In den gefährlichen 6 Kriegsjahren, als er den Untersee auch gemalt hat, aber meistens stürmisch, dunkel, sogar sinkende Schiffe und so weiter, hat er da etwas gemacht, in unmittelbarer Nähe, wo eben vieles aussagt über seine Gedanken. Aber er hat dann halt einfach den Untersee, hat ihn unglaublich beschäftigt. Das ist sein landschaftlich wichtigster Bezugspunkt. Hintergrundmotiv, nahe, weit weg, schönes Wetter, graues Wetter, immer hat ihn das gefesselt, vor allem auch die Farbe. Also das Bild da, das sehen Sie draussen. Das heisst Berlingen vom Juhe aus. Da hat mich einer gefragt, wo ist denn der Juhe? Sag ich, ja, da musst du Dietrich fragen, ich weiß es auch nicht. Der hat schon gewusst, warum es den wahrscheinlich nicht gibt. Der hat nicht sagen, wo es herkommt, aber das ist es. Oder Frühling am Untersee, das ist ein anderes Bild. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr da das Blau und Grün zusammenbringt. Da steht nicht weit im Vordergrund, sondern die Farben in der Nähe. Das heisst Frühling im Untersee, Untersee. Und jetzt ein ganz wunderbares Bild, nämlich
Landschaft mit Bauernhof Lochmühle. Das Bild kenne ich darum gut, das habe ich vis-à-vis von meinem Schreibtisch an meinem Studierzimmer. Müsst ihr mal das Bild anschauen. So eine Fröhlichkeit, so eine positive Lebensauffassung, die dort der Dietrich da einbringt in das einfache Bauernhöfli. Wenn Sie das Bild anschauen, dann können Sie also unmöglich mürrisch sein. Depression verschwindet sofort, wenn Sie eine haben. Nie niedergeschlagen, ihr könnt machen in Bern, was ihr wollt. Ist einfach prima. Die Schönheit der Welt bringt den Dietrich da drin hin. Und man erinnert sich an Albert Anker, der ja geschrieben hat von seinen Bildern: Ich will zeigen, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Gleichgültig, was passiert, verdammt ist die Welt nie. Da muss immer die Schönheit zeigen. Und das ist dem Dietrich da wunderbar gelungen. Adolf Dietrich hat in Berlingen als Dorforiginal gegolten. Das haben ihm alle erstens Adolf gesagt und zweitens du. Aber wo er dann etwas bekannter geworden ist, hat man mehr respektiert. Dann hat der Lehrer von Berlingen gesagt: Von heute an ist es verboten, einem Adolf erstens du zu sagen und zweitens Adolf, von heute an heisst er Herr Dietrich. Also, das war in Ordnung hier in Berlin, muss ich sagen. Dietrich, er war ja etwas einsam und darum hatte er natürlich auch mit Käufen verschiedene Sachen gehabt. Er konnte schwer Nein sagen. Immer häufiger hat er ein Bild mitgenommen, nicht zahlt, hätte er müssen anrennen. Unzufriedene Kunden und gestohlene Bilder hatte er gehabt. Aber unabhängig von dem, er ist sehr produktiv geblieben und hat geschafft. Der Höhepunkt, finde ich, vom Dietrich sind seine Winterbilder. Er hat gute und relativ viele Winterbilder gemacht. Er hatte eine Begründung für die, aber das war nicht der Grund, aber er hatte eine gute Begründung. Er hat gesagt, im Winter hat der Bauer mehr Zeit zum Malen. Kann ja sein. Die gehören zu den grossen Meisterwerken von ihm. Sind auch jetzt, wenn Sie an Auktionen mal sehen, Winterbilder, sind also ein paar hunderttausend Franken, werden die heute bezahlt. Es hat jetzt viel drin im Markt von Amerika, von Japan, von der ganzen Welt, weil sie finden, dass so etwas Grossartiges, und ich aber auch. Das Bild aus meiner Sammlung, das ist ein Bach im Winter, Wasserfall im Winter. Und das hat eben der Dietrich können so festhalten. Schneebedecktes Bachdoppel mit Wasserfall. Oder die Unterseelandschaft im Winter von 1940. Jetzt müssen wir mal die Weite anschauen und das Eis. Sie merken gerade, wie kalt es ist. Sie merken, wie karg es ist. Er zeichnet auch die Verlassenheit, die seine zunehmende Vereinsamung und die Angst vor der Verarmung, vor der Kriegsgefahr vom anderen Ufer 1940. Die zeigen das besonders eindrücklich. Eben bringt er hier in die Landschaft die seine prekären Bedingungen, die er hatte in seiner künstlerischen Existenz. 1954 hat er geschrieben über seine langen Nächte: Unheimlich und immer allein, traurig. Und in seinen Winterbildern hat er das wunderbar können zum Ausdruck bringen. Da sehen Sie ihn in seinem Todesjahr 1957 in seinem Berlinger Garten, wo er bis zuletzt gepflegt hat,
Ein vereinsamt, aber ein wunderbarer, verwilderter Garten. Er hat Freude und ist bis zuletzt schöpferisch tätig und hat auch viel, viel gemalt aus dem Garten. Er ist am 4. Juni 1957 im 79. Altersjahr friedlich gestorben. Blieben sind uns in zahlreichen Museen. Sie haben ja das Museum im Kloster Ittingen. Ganz gut. Mit viel guten Dietrich gehen Sie es dort anschauen. Sie haben auch einen Direktor dort, das ist wahrscheinlich der grösste Kenner, der bedeutendste Kenner von Dietrich, nämlich der Heinrich Hamann. Und geblieben sind uns solche Winterbilder. Das ist jetzt aus meiner Sammlung, aber es hat auch wieder in Ittingen. Das Bild können Sie fast nicht lang genug anschauen. Sie müssen mal schauen, das Blau und das Weiß, wo die ganze Landschaft ausdrückt. Kälte, aber auch der helle Himmel, das Positive von der Welt, eben das Schöne, was er in der Lochmühle auch zum Ausdruck gebracht hat. Und der Heinrich Amann hat geschrieben, Adolf Dietrichs Werk blüht und leuchtet, unvergänglich wie am ersten Tag. Dem kann ich nichts beizuführen. Ich danke Ihnen.